Ist das hell da draußen? Ja, moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube-Gamescom auf der PlayStation und herzlich willkommen heute zu einem neuen Real-Life-Video heute hier in meinem Zockerzimmer hier. Schmütlich, gleiche Position, wo ich damals mal die Parodie von ein paar YouTubern gemacht habe, Denno Strati und Papa Schlumpf. Was wollte ich heute mal erzählen? Ja, erstmal vielen Dank für 1500 Abonnenten, super geil. Gibt's, glaube ich, man kann sich nicht genug bedanken. Ich wollte heute auf jeden Fall mal ein bisschen reden über die Ausbildung. Und ich weiß, dass viele von euch noch Schüler sind und jetzt langsam suchen nach einem Job und wissen nicht, was sie tun wollen. Ich habe Erfahrung und kann euch sagen, ey, bitte, geht nicht unbedingt in die Gastronomie, wenn ihr nicht wirklich wollt. Ich meine, ich habe in der Gastronomie Dinge erlebt, die man nicht beschreiben kann. Unglaublich. Von Pfannen bis Messern, die in der Küche rumgeflogen sind, wo man erniedrigt wurde aufs Niedrigste, ne? Also das habe ich alles erlebt in der Gastronomie. Das ist wirklich wahr. Das stimmt. Das stimmt wirklich. Das stimmt, ne? Also ich habe es gerade nur so gepackt, sonst wäre ich da auch abgehauen. Aber naja, ich bin zwar dünn, wie eine Bohnenstange, aber ich habe Power und ich habe Willen und diesen Willen hat mich jetzt seit 4 Jahren durch diese Ausbildung geboxt. Habe ein Jahr verlängert, weil meine Noten so schlecht waren. So viel gezockt. Und ich sage euch ganz klar, ey, macht eine Ausbildung, die ihr wirklich auch wollt und dann geht's ab. Und ey, habt keine Gehaltsvorstellungen in der Ausbildung. Das ist ganz normal, dass du am Anfang mit deinen 200 Euro auskommen musst. Dann mal mit deinen 300, 400, dann mal mit deinen 600, 700, 800. Keine Ahnung, ob du in deinem Betrieb vielleicht Essensgeld bezahlst, ob die vielleicht dir eine Wohnung stellen, weil es einfach auch so ist, dass viele Azubis in dem Betrieb wohnen, weil er abgeschotten ist. Das heißt, die haben da teilweise ein Personalzimmer, wie ich natürlich, und die zahlen dann auch Miete und dann haben die halt ihre 200, 300 Euro im Monat und dann müssen sie auskommen. Aber das ist toll, weil dann lernst du auch mit Geld umzugehen. Und mit dem Geld nicht einfach so verschwenderisch umzugehen. Wenn du jetzt deine 1200 Euro da verdienst, dann gibst du das Geld ja aus. Hier erstmal hier neue Schuhe, Nike, Snickers, was weiß ich, was es da alles gibt. Aber hey, Ausbildung ist auf jeden Fall etwas Hartes. Es stimmt wirklich. Ausbildung sind keine Herrenjahre oder irgendwas. Oder so ein blöder Satz. Auf jeden Fall ist eine Ausbildung hart. Ich habe es selbst durchgemacht. Ist nicht unbedingt leicht, aber wenn ihr die Ausbildung fertig habt, seid ihr qualifizierter Arbeiter und könnt tatsächlich über 1500 Euro netto verlangen. Das könnt ihr verlangen. Und das würde ich euch auch raten, dass ihr das annehmt. Und wenn Deutschland nicht bereit ist, euch diesen Lohn dann zu bezahlen, dann geht ins Ausland, weil dann werden die wissen, was sie davon haben. Ja? Wollte ich einfach mal sagen, ey, sucht euch auf jeden Fall einen coolen Job und bewerbt euch schon mal früh und macht Probepraktikas, auch unbezahlt. Weil es lohnt sich, weil Ausbildung bedeutet auch Geld, Geld bedeutet Wohnung, Wohnung bedeutet Familie, Kinder und oder wollt ihr auf der Straße leben? Bestes Beispiel. Haut rein, ciao!